Genau, hier habe ich jetzt schon mal eine Faltbox. Die ist für den Bandit, wenn er Pausen hat. Dann ist es ganz wichtig, dass er auch seine Zeit hat zu schlafen. Und das ist ganz wichtig, dass der Hund auch in seinen Pausen einen Rückzugsort hat. Er liebt es tatsächlich, in diese Box zu kommen, weil er einfach weiß, okay, jetzt kann ich abschalten, jetzt kann ich schlafen. Muss nicht in dieser Erwartungshaltung die ganze Zeit sein. Manchmal wäre ich gern Hund und würde einfach gerne im Hier und Jetzt leben. Weil dann würde man sich nicht so viele Gedanken machen, was morgen dran ist und was übermorgen dran ist, gell? Super. Und mach schön Platz. Ja, jetzt bist du halb draußen. Bleib. Super. Es ist quasi nirgendwo festgelegt, wie lange ein Hund arbeiten darf am Set. Aber natürlich ist es unsere Aufgabe als Tiertrainer, darauf zu achten, dass es dem Hund nie zu viel wird. Und er hat ja zwischendurch auch immer sehr, sehr viele Pausen, wo er schlafen kann. Also ich sag mal, hier bei Lassie dauern eigentlich die Drehtage in der Regel schon so 10-11 Stunden. Und wie gesagt, zwischendurch gibt es so viele Umbauphasen, wo der Hund immer wieder eine halbe Stunde auch hat, wo er schlafen kann. Und ich gucke mir dann immer erst die Stellprobe an, das heißt, da ist noch kein Tier dabei. Dann hole ich erst den Hund und erkläre dann dem Hund, was er zu tun hat. Bennett hat jetzt noch sein Privathalsband an. Beim Film kriegt er natürlich dann ein Spielhalsband an, wo er dann auch einen Anhänger mit Lassie hat. Und da muss man als Trainer eben auch immer darauf achten, dass man nicht aus Versehen das Privathalsband drauf lässt, sondern dann immer das Richtige anzieht. Da gibt es dann in diesem Fall auch zwei verschiedene, weil wenn er gestohlen wurde, dann ziehen ja die Gangster ihm ja ein anderes Halsband an. Das heißt, man muss dann auch noch darauf achten, vom Anschluss her, dass er am richtigen Tag das richtige Halsband anhat. Und los geht's!